Wir sind überhaupt gar nicht am Fliegen. Leute, was ist das? Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Harvester of Dreams. Jawohl. Wir standen das letzte Mal hier vor dem Ausgang und rüsten uns jetzt auch mit dem Fallschirm aus, um den Absprung zu wagen. Ob es noch irgendwas zu entdecken gibt, aber ich glaube halt wirklich nicht. Das heißt, verschlossen. Scheiße. Was? Das Ding ist ja noch verschlossen. Scheiße. Ich dachte, ich komme jetzt da einfach raus. Bevor ich hart auf den Boden aufschlage, werden meine Augen aus dem Kopf gerissen. Wir müssen jetzt die Tür irgendwie aufkriegen. Oh. Nee, so geht das nicht auf. Haben wir noch irgendwas? Eine Schutzbrille? Ah! Ja, wir haben jetzt eine Schutzbrille. Und? Wir haben eigentlich doch alles, was wir brauchen, oder? Vorhin haben wir eigentlich so ziemlich auch immer... Ein paar Flügel wären nicht schlecht. Habe ich doch. Hab einen Fallschirm. Ablegen, benutzen. Ein paar Flügel wären nicht schlecht. Hab ich doch. Muss ich... Verriegelung. Ich habe doch eigentlich so ziemlich alles, was ich jetzt brauche, oder? Ach Leute, ich dachte, wir kommen jetzt hier einfach raus. Hab mich wohl geirrt. Ich hab doch alles. Hey. Oh, also müssen wir doch nochmal ein bisschen schauen, ob wir hier irgendwas machen können. Aber wir können nichts mehr machen, groß. Das ist unser Zimmer. Wo wir auch nicht mehr machen können. Kann ich... Nee, mit den Dingern kann man nichts mehr machen. Nee, auch nicht. Hier kann man sowieso nichts machen. Es hat nichts gebracht, das sehr lange anzustarren. Der Axt? Nee. Was können wir denn noch machen jetzt, um da rauszukommen? Ich will da raus. Ich habe ja einen. Früher oder später kann ich einen gebrauchen. Take it. Die Waffe habe ich. Mit der Axt. Verriegelung. Verschlossen. Ah, hier ist das Schloss. Nein, wir brauchen... Okay, warte. Auch nicht? Es ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Oh, nee, so geht's. Oh, da muss... Ja, okay, komm. Ich sag jetzt nix. Ah, okay, offen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Wir sind draußen. Warte, ich nehme die mal lieber. Man weiß nie, wofür wir die brauchen. Platzhalter. Wow. Ist das überhaupt am... Das ist schon am Fliegen, ne? Nochmal, Platzhalter. Platzhalter? Platzhalter. Platzhalter. Mein Gott, ist das groß.
Geht das bis zum Boden? Platzhalter. Ich kann ein bisschen schneller laufen. Okay. Okay. Oh, wir sind unten. Wir sind überhaupt gar nicht am Fliegen. Leute. Was ist das? Platzhalter. Ach du Scheiße. Und ich dachte, es wäre am Anfang echt nur einfach so ein schönes Game mit ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen ruhiger ohne Geballere. Okay, jetzt bin ich mal ein bisschen langsamer. Ey. Ich weiß halt wirklich nicht, was wir hier machen müssen. What the? Hä? Hä? Oh. Können wir überhaupt sterben? Ich bin mal gespannt, ob es hier irgendwelche Monster oder irgend sowas gibt. Links oder rechts? Wo? Was? Wo? Wir gehen links. Wir laufen einfach weiter. Oh, ich habe Angst, dass... Mein Gott, wo sind wir denn hier? Also die Laufan... Boah. Ich glaube, wir können gar nicht mal sterben. Also die Laufgeräusche sind ja göttlich. Die sind wirklich göttlich, sind die. Eine Tür, da will ich rein. Ich will doch nur da rein. Da kommen wir nicht rein. Haben wir noch irgendwas? Eine Axt? Da kommen wir gar nicht rein. Toll. Super. Und wofür habe ich jetzt bitte den Fallschirm gebraucht? Wir sind ja gar nicht runtergesprungen. Ja, wie weit ist denn das Zeug? Guck mal hier in der Mitte. Da ist irgendwas. Ja, ist ja okay. Hab's verstanden. Also das ist hundertprozentig ein Traum. Hier ist einfach irgend so eine random Tür mitten in der Wand. Werden wir auch abgeschossen? Nee, die geht nicht kaputt. Platzhalter. Einfach mal Werbung vom eigenen Spiel zu machen. Gut. Okay. Oh. Ja, man kann ja sowieso nicht sterben. Da ist was. Ne, da ist nichts. Toll. Okay. Oh, man kann sterben. Okay. Super, dass da auch nirgends irgendwie eine Lebensleiste angezeigt wird oder sonst irgendwas. Aber wir starten hier wieder. Von wo wird noch geschossen auf uns? Aber wo müssen wir denn hin? Hä? Kannst du mir doch nicht sagen, dass wir jetzt alle einfach... Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Haben wir bis jetzt eigentlich alles... Ja, wir haben eigentlich alles benutzt hier. Oder dass irgendeine Tür von denen offen ist und funktioniert? Nee, auch nicht. Oder ist das jetzt hier das Ende? Ich weiß jetzt ja nicht mal. Also...
zwei Stück raus, weißt du? Die geht auch nicht auf. Super. Jetzt laufen wir bis dahinter. Ich glaube, das ist das Ende, Leute. Das ist das Ende, oder? Platzhalter. Ja, ist natürlich mega cool übersetzt. Wenn ich im Englischen wüsste, was da steht, könnte ich vielleicht... Vielleicht steht da ja, keine Ahnung, irgendwie so das Ende oder so. Weil manchmal ist das ja echt scheiße übersetzt. Hier ist nichts mehr. Es sei denn, ich guck unten nochmal. Aber jetzt bin ich einmal ganz im Kreis gelaufen, gell? Ich schaue hier unten nochmal. Keine Ahnung. Leute, hier ist nichts mehr. Was ist das da in der Ecke? Nichts, oder? Nochmal eine Tür. Da kann ich einfach durchlaufen. Ich glaube, das ist fertig hier, das Spiel. Also es ist ja logisch, das ist noch eine Early Access. Vielleicht ist hier einfach auch nichts mehr. Aber ansonsten... Ey, kannst du mir sagen, was du willst? Hier ist nichts mehr. Und von hier bin ich gekommen, oder? Ist halt geladen zumindest mal. Nee, aber von hier bin ich gekommen. Oh, schreck mich doch nicht so. Nee, von hier bin ich gekommen, das weiß ich. Hey, diese scheiß Schüsse sind auch laut. Okay. Dann ist das jetzt wohl hier das Ende. Ich renne jetzt nochmal ganz rüber auf die andere Seite. Vielleicht ist da ja nochmal so ein Durchgang. Aber da ist nichts. Nee. Vor allem... Ja, ich weiß, ich sterbe ja gleich. Hä? Von wo denn? Ah, da. Ja, das ist auf jeden Fall das Ende. Ich laufe jetzt nochmal ganz darüber. Und wenn da nichts ist. Was haben wir hier? Auch nichts. Okay. So, ja. Dann wird das wohl das Ende hier sein. Ich habe jetzt den ganzen Raum mehrmals durchkämmt und nichts gefunden. Okay. Also, ich muss sagen. Anfangs hat mir das Spiel wirklich gut gefallen. Ich fand die Location mega geil auf diesem fliegenden Schiff, auch mit diesen kleinen Rätseln. Und auch noch, als wir in diesen Raum reingekommen sind, wo diese Leiche oder was auch immer das war mit diesen ganzen Gerätschaften, das war dann so richtig ein bisschen Gruselfaktor. Ab dann würde ich sagen, ist es ganz schön abgesunken. Und jetzt kann man ja auch nicht mehr viel machen. Man kann ja nur noch rumlaufen und und hier in die Mitte reingehen, vielleicht ist das ja auch wirklich das Ende. Aber hätten sie wenigstens da zu Ende hinschreiben sollen oder irgend sowas. Keine Ahnung. Oh, guck mal, hier liegt. Nein. Oder? Die Fernbedienung hat nur einen Knopf. Wartet mal, Leute. Hä? Okay, das ist anscheinend... Da ist jetzt... Oh, okay, wartet mal, Leute. Okay, es ist doch noch nicht fertig.
Oder doch? Ich weiß nicht. Oder hätte ich... Hä? Anscheinend ist das doch noch nicht fertig. Auf, was soll denn das bringen, bitte? Anscheinend nichts. Ich find's schade. Ich weiß, ich kann noch nicht gucken im Internet oder so, oder sonst irgendwas, weil die meisten haben relativ früh aufgehört, das zu spielen, weil sie nicht weitergekommen sind. Und ja. Kann man damit Sachen bedienen? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ich hier drauf drücke, fährt das da runter, aber das bringt uns ja nichts. Da kommt's wieder hoch. Okay. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo wir die noch einsetzen könnten. Okay. Ja. Dann ist es wohl doch zu Ende hier. Keine Ahnung. Also für mich zumindest ist es jetzt zu Ende. Und ja. Ich hoffe, euch hat das kleine Projekt von mir gefallen. Ich werde auf jeden Fall weiter so Spiele spielen. Ein bisschen ausprobieren, wie die so sind und alles Mögliche. Und ja. Wenn euch das Projekt oder auch das Spiel gefallen hat oder auch allgemein meinem Kanal gefällt, dann würde ich mich über ein Like, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo freuen oder... Ja, da unten ist ein Fahrstuhl, Mann. Ich wette mit euch, dass man darunter eigentlich fahren sollte, aber das hängt jetzt hier. Und dann hätte man da reingehen können. Es geht nicht kaputt. Okay. Und ansonsten, wie gesagt, ich würde mich über ein Like oder einen Kommentar mega freuen. Oder wenn ihr mal bis hierhin geguckt habt, schreibt mir noch was Nettes in die Kommentare rein. Und ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, noch weiter so Spiele spielen. Und ja, dann wäre es das eigentlich schon gewesen. Und ich würde sonst sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.